Heute geht es um Damage. Letztes Mal ging es um HP versus Defense. Heute geht es um Attack versus Crit Damage. Was ist Damage? Wie setzt sich Damage zusammen? Und wie können unsere Monster so ruhen, dass sie am meisten Damage drücken? Willkommen zurück heute zur neuen Folge von Summoner's War. Heute geht es um Attack versus Crit Damage. Diese Crit Rate spielt natürlich auch eine große Rolle beim Damage drücken. Und wir sprechen gleich als erstes darüber, was überhaupt Damage ist, denn Damage setzt sich aus sehr vielen verschiedenen Sachen zusammen, die dann einen Damage-Wert bilden, und da gibt es auch verschiedene Monstertypen. Manche machen Damage abhängig zum Max AP, manche zur Attack und so weiter. Zudem zeige ich euch aber noch, für die Leute, denen das Ganze ein bisschen zu kompliziert ist, eine Grafik am Ende, wie können wir vereinfacht unser Monster entsprechend ruhen, damit es dann wirklich optimalen Damage drückt. Zudem gibt es noch ein paar Besonderheiten im PvP, beziehungsweise auch teilweise im PvE, warum wir trotzdem manchmal von diesen optimalen Werten abweichen, wie zum Beispiel auch mit der Effective HP, hatte ich letztes Mal schon gesagt, warum nicht immer nach Effective HP geruhnt wird, sondern auch davon abgewichen wird. Das gibt es hier auch bei Crit Rate, beziehungsweise allgemein beim Damage, denn manchmal wollen wir auch einfach zum Beispiel sicher gehen, dass wir einen Crit machen, auch wenn er da nicht so viel Schaden macht. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Punkt, was ist überhaupt Damage? Da gibt es erstmal grundsätzlich zwei Unterscheidungsmöglichkeiten. Einmal so viel Schaden wie möglich irgendwie rauszuhauen. Das ist die eine Variante, aber die macht nicht viel Sinn. Klar können wir 250 Crit Damage ruhen und nur 10, 15, 30 Crit Rate. 10 geht, glaube ich, gar nicht. Wir haben gleich schon 15 auf jeden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das macht natürlich keinen Sinn. Da müssen wir auf einen Lucky Crit hoffen. Das ist natürlich Bullshit. Das heißt, alles, worüber wir jetzt sprechen, ist natürlich der Damage, den wir über eine gewisse Zeit machen. Manchmal critten wir, manchmal nicht. In der Regel sollten wir natürlich öfters critten als gar nicht, damit wir hier das Optimale rausholen. Das heißt, wir sprechen die ganze Zeit über einen Damage. Ich sag mal, wenn wir 100 Hits machen, dann sollen davon mindestens x Hits ein Crit Damage sein, weil sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn, weil ohne ein Crit machen wir natürlich auch kein Crit Damage. Sprechen wir jetzt über die ganzen Einflussfaktoren, wie sich der Schaden überhaupt zusammensetzt. Ich denke mal, das ist für einige sehr interessant. Und da gehen wir mal auf die Summoner's War Wiki-Seite, rechte Seite, seht ihr, ich lasse euch die Links mal in der Videobeschreibung auf jeden Fall, Damage Multiplier Calculator, und da sieht man schon, diese ganzen leeren Felder müssen jetzt alle ausgefüllt werden, denn das alles beeinflusst unseren Schaden. Und ich habe jetzt mir gedacht, wir nehmen einfach mal den guten Raok hier, 3-Star Inugami, als Vorlage. Und hier oben können wir zum Beispiel schon mal einfüllen, Base Stats. Ja, wir nehmen natürlich 6-Star erweckt hier. 681 Base Attack hat er hier. Wir sprechen hier jetzt über einen Angriff, der ausschließlich auf Attack skaliert. Das ist ganz wichtig. Es gibt natürlich auch Skalierungen auf Speed und so weiter. Raok hat jetzt ausschließlich Attack. Runenbonus. Jetzt müsste man den Wert nehmen, der rechts neben den Runenbonus steht. Und ich sage einfach mal, wir haben genauso viel Runenbonus wie Base Stats. Einfach mal eingetragen als Beispiel. Ein Buff-Bonus. Es gibt natürlich zum Beispiel den Attack-Buff. Und der Attack-Buff bringt 50%. Das Ganze kann man zum Beispiel auch hier auf this page, klicken wir einfach mal drauf, hier Increase Attack, Attack Power is increased 50%. Wir sagen einfach mal, er hat jetzt einen Attack Power, hat er drauf. Multiplier. Dann nehmen wir jetzt den Multiplier, der hier steht, 370. Wir nehmen jetzt den, das ist der Erweckte, der ist aber gleich. Hier haben wir halt noch eine Chance von 30%, dass er nochmal haut. Aber wir nehmen den 370er Base, quasi Multiplier, als Grundlage für die Berechnung hier. Critical Damage. Jetzt kommen wir schon zu einem Punkt. Wir nehmen jetzt einfach mal 50, ist eigentlich relativ egal. Das haben wir ja von Anfang an. Ich will euch ja nur zeigen, was für Einflussfaktoren es gerade gibt. Total Skill Up Bonus. Da sind wir hier. Wenn wir den upgraden, kriegen wir 10% und nochmal 10%. Das bedeutet, wir kriegen nochmal 20% für die Skill-Ups. Other Bonuses, das könnten zum Beispiel sein, hier unten ist auch eine kleine Anleitung. Zum Beispiel könnte es vielleicht ein Leader-Skill sein. Sagen wir mal, wir haben noch den Lucian als Lead und da gibt uns 33% Bonus auf den Attack-Wert. Deswegen geht das auch noch rein. Targets Defense, das ist jetzt nur für die Berechnung des Schadens notwendig, aber ist natürlich auch ein
ein Einflussfaktor, wie viel Schaden wir letztendlich machen. Und ich nehme einfach mal 500 Defense hat der Gegner. Defense Break hat der Gegner in dem Fall nicht. Das Teil, also diese ganzen Dinge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beeinflussen hier jetzt für diesen Wert hier den Damage. Ich muss gerade überlegen, wie gesagt, es könnten noch andere Einflussfaktoren da sein, zum Beispiel besondere Bonusse, passive Fähigkeiten oder auf Skalierung auf Speed oder HP oder whatever. Aber da sieht man schon mal, das Ganze ist schon sehr kompliziert für jemanden, der denkt, es ist ein billiges Handy-Game. Das ist es nämlich nicht. Wir rechnen das mal aus und sehen hier Rohschaden quasi, der natürlich jetzt, den wir zum Beispiel machen würden, wenn Ignore Defense dabei wäre, obwohl ich glaube, da müssten wir dann auch noch ein bisschen was abziehen, denn Ignore Defense bedeutet nicht null Defense, das stimmt auch nicht ganz, aber hier Reduce Damage Including Defense bedeutet, diesen Schaden würden wir auf ein Ziel machen, was 500 Defense hat. Diese ganzen Einflussfaktoren spielen also eine Rolle. Wir können einfach mal sagen, ich mache mal spaßeshalber, jetzt, wir sagen, wir haben 1000 Defense. Und da seht ihr jetzt, da müssten jetzt theoretisch 2600, 2500 irgendwas stehen. Steht aber nicht. Das bedeutet, doppelt so viel Defense bedeutet nicht doppelt so viel Schaden zu reduce. Das hatte ich ja letztes Mal bei HP versus Defense besprochen. Und wir jetzt sagen, wir haben 2000, also nochmal doppelt so viel. Dann passt das natürlich auch nicht. Und wir sagen, wir haben jetzt sogar 4000. Und man sieht, je mehr Damage, desto, beziehungsweise je mehr Defense, desto weniger Damage reduced. Die Kurve wird also immer flacher. Also kann man das gerne auch nochmal ausprobieren. Da sieht man es jetzt, Target Defense 0. Das hatte ich gerade gesagt. Auch wenn wir Ignore Defense haben, also jetzt haben wir ja gar keinen Defense mehr, der ist jetzt Schaden trotzdem leicht reduziert, denn ein Monster behält immer einen gewissen, ich sag mal, eine gewisse Schadensreduzierung, was aber nicht wirklich jetzt wichtig ist für dieses Rechenexempel hier. Es gibt hier von der SW-Community, zum Beispiel auf Reddit, hier ist der Link, lasst ihr euch auch mal da. Wirklich Leute, die sind hier wieder Top-Mathematiker und haben hier alles Mögliche ausgerechnet. Auch der Unterschied zwischen Fatal und Rage, welches Set ist besser, was bringt mehr Damage. Da kann man die ganzen Sachen ausfüllen und dann wirklich ins kleinste Detail irgendwie eine Analyse fahren. Aber das nur für die Mathe-Cracks unter euch oder die es wirklich mal genauer wissen wollen. Wir machen es heute wieder etwas vereinfacht. Und ich zeige euch jetzt auch mal wieder eine Grafik, so wie ich euch das letzte Mal schon gezeigt habe. Und zwar ist es diese Grafik hier. Wir fangen einfach mal links an und sehen oben Attack 900 plus 900. Das bedeutet, der erste Wert steht für Base Attack, den Base-Wert. Bei Raok waren es ja gerade irgendwas mit 681, glaube ich. Und der zweite Wert steht für den Wert, den wir von den Runen erhalten. Diese Grafik kann genauso angewandt werden, wenn wir wie Raok gerade 681 plus 681 Attack haben. Das bedeutet, es muss nicht immer 900, 900 sein, sondern immer im Verhältnis zueinander. Wenn ihr also ein Monster habt, was 900, 900 hat oder 600, 600 oder 1000 und 1000, dann könnt ihr euch hier an dieser Grafik mal dran langhangeln. Ihr seht zum Beispiel, wir sagen einfach mal unten, die Leiste ist Crit Rate. Wir haben 60 Crit Rate auf dem Monster, was eigentlich schon relativ wenig ist für einen Damage Dealer. Und wir haben 100 Crit Damage. Dann landen wir genau hier und der blaue Bereich steht für, du hast zu wenig Attack. Beziehungsweise, wenn du mehr rausholen willst aus dem Monster, dann gibt dem Ganzen mehr Attack. Machen wir das einfach mal und gehen in die zweite Grafik rein und wir sehen, wir haben dem Monster ein bisschen mehr Attack gegeben, 1200 in dem Fall und 900 Base bleibt bestehen. Wir hatten gesagt, 60 plus, ich sag mal 100 oder wir können jetzt auch sagen, wir haben noch ein bisschen mehr Crit Damage, 120, da landen wir ungefähr hier. Und da sehen wir sind hier in diesem, was auch immer was für eine Farbe das ist, in dem Bereich, wo steht Use Crit Damage. Das bedeutet, wir könnten hier, um noch mehr Schaden zu machen, noch ein bisschen mehr Crit Damage gebrauchen. Wir sind hier auch nah an Crit Rate dran. Ja, also da kann man auch eine Mischung finden, um einfach noch höher zu gehen. Wenn wir hier schon bei 80 zum Beispiel Crit Rate sind und haben 180 Crit Damage, dann sieht man, dann bräuchten wir wieder schon etwas mehr Attack. Und das Ganze kann man natürlich fortfahren mit 900 plus 1500 zum Beispiel, immer im Verhältnis sehen, wie gesagt, das Ganze. Und da kann man hier auch nochmal gucken. Warum
runen denn einige Leute trotzdem immer 85 Crit Rate, 100 Crit Rate? Wenn man sieht hier, ich sag mal, gerade 100 Crit Rate, dann müsste man ja schon fast 200 Crit Damage haben, um dann mal wieder ein bisschen mehr Attack runen zu müssen. Das heißt, manche runen doch immer sehr viel Crit Rate, obwohl die Attack und Crit Damage-Werte gar nicht so hoch sind. Zumindest um optimalen Schaden über eine gewisse Zeit rauszudrücken. Das hat natürlich ein paar Vor- und Nachteile, ziemlich viel Crit Rate zu runen. Und darauf möchte ich jetzt eigentlich mal kurz eingehen. Ich muss kurz überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Ich denke nicht, aber hieran könnt ihr euch so ein bisschen dran langhangeln, wenn ihr nächstes Mal euer Monster ruht. Und dann seht ihr genau, okay, wo hapert es denn hier mit den Stats? Kommen wir jetzt zu den Besonderheiten im PvP, beziehungsweise auch zum Beispiel im PvP-Speedruns. Warum denn trotzdem einige mehr Crit Rate ruhen als, ich sag mal, nötig, um den meisten Schaden aus einem Monster rauszuholen? Für mich gibt es da so drei verschiedene Crit Rate Caps. Unabhängig wirklich, wie viel Damage das Monster jetzt drückt, habe ich mir die persönlich einfach mal gesetzt, damit ich gewisse Vorteile habe im Spiel. Zum Beispiel 100% Crit Rate. Mega schwer zu ruhen, hat aber auch gewisse Vorteile. Denn wenn ich zum Beispiel im PvP bin und ich habe jetzt den Raog oder den Taya oder einen anderen starken Damage Dealer, weiß ich, wenn ich keinen Attributsnachteil habe, kritte ich immer. Und ich weiß ungefähr, sag mal, mein Taya kritte mit der Tech Buff Armor Break 50k. Das weiß ich, je nachdem, wie viel Defense der Gegner natürlich hat. Das heißt, ich kann mich auf den Crit verlassen. Ich weiß, dieser Skill tötet jetzt definitiv den Gegner. Und ich habe kein RNG drin, sondern er haut ihn definitiv um. Und deswegen ist zum Beispiel 100% Crit Rate sehr nützlich im PvP, um einfach die Gewissheit zu haben, dieser eine Hit, der geht jetzt auch rein. Das hat, wie gesagt, das ist der Unterschied zwischen Schaden über eine gewisse Zeit machen, der konstant ist, oder wir machen einmal Schaden, der definitiv reingeht. Und in dem Fall will ich einfach, dass er reingeht und deswegen 100% Crit Rate. Anderes Beispiel ist auch in Speedruns zum Beispiel. Wir stellen uns vor, wir sind im Giants, wir haben den Lucian. Lucian macht Amp, den letzten, und haucht die ganze Welle weg. Nur einen haut er nicht weg, denn da hat er nicht gekrittet. Das bedeutet, die anderen Gegner müssen wieder moven, die Attack-Reihenfolge geht vielleicht durcheinander. Und hier ist es auch von Vorteil, wenn wir wissen, er krittet, und er krittet sieht definitiv zu Tode. So laufen die Runs auch schneller und diese Runs laufen dadurch auch wesentlich safer, denn man kann sich auf gewisse Werte einfach verlassen, dass er dieser RNG-Faktor ist, rausgenommen. Nachteil, wie gesagt, 100% Crit Rate muss er erstmal ruhen. Da fehlt es dir dann irgendwo vielleicht an anderen Stats. Ein anderes Cap, was ich mir gesetzt habe, was auch noch sehr gut ist, ist einfach 85% Crit Rate. Auch hier haben wir wieder, wenn wir den Attributsvorteil haben, ich sag mal Taeyor jetzt gegen Rakan, Bruderduell, weiß ich einfach, mein Taeyor krittet definitiv gegen den Rakan, denn wenn wir Attributsvorteil haben, haben wir 15% mehr Crit Rate. Und da geht der Hit dann auch immer rein. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut benutzen, wenn man im Giants ist, sage ich mal wieder, und ein Lucian Move, da weiß ich, er hat einen Vorteil, 85% Crit Rate reicht. Da kann ich mir diese 15 Crit Rate schon mal sparen und in andere Werte investieren. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten, wenn ich zum Beispiel weiß, ich werde definitiv einen Leader-Skill mitnehmen von 19% Crit Rate von zum Beispiel, das macht man sehr gerne im Raid. Das heißt, wenn ihr ein Raid-Monster runt, wie zum Beispiel selber die Hua selber jetzt, die wird so gut wie immer gepickt im Raid und es wird so gut wie immer Crit Rate gepickt im Raid, dann könnt ihr sagen, okay, ich habe jetzt beim Monster zwar nur, ich sag mal, 70 Crit Rate gegeben oder vielleicht sogar auch nur 60, aber ich weiß ja, Hua wird als Leader-Skill dabei sein, plus 19% nochmal on top, so komme ich wieder auf einen Crit Rate-Wert, der sehr hoch ist, sehr gut ist und so macht Hua auch dann Damage. Das gleiche natürlich auch zum Beispiel, wenn ihr Tesha habt, den Phoenix Wind in den Dungeons, der gibt 33% Crit Rate. Da braucht ihr Lucian dann nur noch, vor Gott, mit Attributsvorteil sind es dann, muss man mal ausrechnen, wie viel Crit Rate man dann noch braucht, um auf 100% Crit Rate zu kommen. Das macht das Ganze natürlich einfach. Das heißt, das immer berücksichtigen, das sage ich meinen Leuten auch immer, wenn sie meine Raid Monster zum Beispiel ansehen, ne, bitte bedenkt, dass die Kung Fu Wasser hat jetzt vielleicht nicht viel Crit Rate, aber der Lead kommt da noch on top.
Das ist also auch eine Besonderheit. Auch Buffs zum Beispiel, Crit Rate Buff. Klar, wenn wir eine Arena Offense spielen und spielen mit einem Damage Dealer, der 100% Crit Rate haben soll, wir buffen aber nochmal 30%, klar, dann gebe ich denen nur 70, die 30% spare ich mir dann und ich weiß, ihr kriegt trotzdem zu 100%. Das muss man also noch berücksichtigen. Ich sage aber immer den Viewern, wenn ihr einen Damage Dealer runt, dann denkt dran, 70% Crit Rate ist so meine magische Grenze, wenn wir den auf Slot 4 Crit Damage runen. Denn nur dann critten wir auch regelmäßig und nur dann bringt natürlich auch Crit Damage was. Wenn wir jetzt auf diese Grafik nochmal schauen und diese, ich sag mal, 70% Crit Rate einfach mal als Grundlage nehmen, die ich mir schon vor langem mal genommen habe, und wir gehen einfach mal in die mittlere Grafik, das ist so ein ich sag mal, relativ Standardbild, wir gehen auf 70% Crit Rate und gehen dann mal hoch. Wenn wir die 70% Crit Rate haben, dann können wir ungefähr so auf 150 Crit Damage kommen und dann sind wir so fast hier so irgendwo in eine Art Gleichgewicht und dann ist es sehr schöner Schaden über eine gewisse Zeit gesehen. Also das Monster ist optimal balanciert zwischen Crit Rate, Crit Damage und Attack. Wenn ihr wieder mehr Damage haben wollt, dann guckt ein bisschen, wo könnt ihr Stats verbessern, beziehungsweise gibt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Attack, gibt ihr vielleicht ein bisschen Crit Damage, Crit Rate. So, ich denke, wir haben über alles gesprochen. Also, es ist nicht immer nur sinnvoll, nach irgendwelchen Statistiken, Tabellen zu gehen, sondern beachtet auf jeden Fall gerade die PvP-Caps, 100%, 85% Crit Rate oder mit Leader-Skills entsprechend anders zu ruhen. 70% solltet ihr jedoch einhalten, das ist auf jeden Fall ein guter Wert. Wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich wieder über den Daumen nach oben freuen und wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich noch machen könnte, vielleicht, was könnte man noch machen? Es fällt mir vor, RCC versus Resistance. Es macht keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine, dann schreibt es mal unten rein. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein. Ciao.